Ich war recht verwundert, als ich das Gericht sah, das es vorigen Donnerstag in unserer Kantine gab. Eine Art deftiger Eintopf mit gallertartigen Fleischstückchen, eine eigenartige Konsistenz, dicke Fettschwarten. Kurzum, ein äußerst bizarres Essen, das ich noch nie gesehen hatte. Der Koch, den wir fragten, was das denn sei, antwortete lapidar: Na, heute ist doch der 21. Januar. Und als er unsere verdutzten Gesichter sah, fügte er hinzu: Na, der Jahrestag der Enthauptung von Ludwig dem 16. So erfuhren wir, dass manche unserer Landsleute den Todestag von König Ludwig dem 16. feiern, indem sie einen Kalbskopf mit Sauce Ravigotte essen, dieser säuerlichen Kapernsoße, mit der ein Kalbskopf in Frankreich angerichtet wird. Die Feinschmecker streiten allerdings ab, sie würden den Tod des Königs feiern. So etwas gehört sich nicht, vor allem seit der Abschaffung der Todesstrafe in Frankreich 1981. Nein, sie feiern die Geburt der Republik. Kurzer historischer Rückblick. 3,5 Jahre nach der Revolution wird König Ludwig der 16. am 21. Januar 1793 auf dem Revolutionsplatz, dem heutigen Platz der Concorde, geköpft. Jedes Jahr an seinem Todestag werden nun zum Gedenken an den Sturz der absoluten Monarchie Banketts abgehalten. Und weil Ludwig der 16. am Ende seiner Herrschaft oft als Schwein dargestellt bzw. karikiert wurde, man nannte ihn Roi Cochon, Schweinekönig, gab es auf diesen Banketts Schweineköpfe und Schweineohren. So geht das bis Mitte des 19. Jahrhunderts, bis zur Herrschaft von König Louis Philippe, der 1830 den Thron bestiegen hatte. In den 1840er Jahren wird sein Regime durch eine politische und wirtschaftliche Krise geschwächt. Der König will die Forderungen des Volks mit einer zunehmend repressiven Politik abweisen. Politische Zusammenkünfte werden verboten, um die Opposition zu knebeln. Doch er hat die Rechnung ohne eben diese Opposition gemacht, die nach dem Vorbild der englischen Opposition die republikanischen Banketts wieder aufleben lässt und auf ganz Frankreich ausdehnt. Diese scheinbaren Volksfeste bieten natürlich Gelegenheit, über Politik zu reden und sich zu organisieren. Und weil bei den englischen Banketts Kalbskopf serviert wird, gibt es anstatt Schweinskopf Kalbskopf. Dieser schmeckt der Bourgeoisie des 19. Jahrhunderts jedenfalls besser als der Schweinskopf der Sans-Culotten Ende des 18. Jahrhunderts. Der König ist aber nicht dumm und verbietet die Banketts. Ein großer Irrtum. Das Verbot verursacht ein Aufbegehren im Volk, das die Revolution von 1848, den Sturz von Louis Philippe und die Zweite Republik zur Folge hat. Und genau diese Zweite Republik wird gefeiert, wenn manche Franzosen am 21. Januar Kalbskopf essen. Gut, der 21. Januar ist vorbei, aber treffen Sie ruhig schon einmal Ihre Vorkehrungen für nächstes Jahr.